Servus, grüß dich. Ich hab's versucht, aber irgendwie hat's nicht geklappt. Servus, liebe Wandern, Outdoor- und Bushcraft-Freunde. Ja, ihr seht's richtig, der Mann ist dabei. Nach langer Zeit wieder mal. Jetzt habe ich gedacht, du sagst das so was. Das war mein Einsatz. Also. Ja, ja, genau, dein Einsatz. Hast du verpasst, ey. Ich sag mal ernst. Also, okay, jetzt sind wir voll ernst. Professionell. Servus, liebe Wander-Auto-Buschkraft-Freunde. Das stimmt. Der Mo ist dabei. Okay, stimmt. Nach langer Zeit. Okay. Was er sich gebaut hat. Ich habe mir heute nichts gebaut. Buschpass. Haben wir es jetzt? Ja, immer doch. Also gut, dann. Alle Welt, ups. Gottes Willen. Ach du Schande, du hast mir extra das andere gegeben. Ja, mein Alter. Ja, Mann. So, Prost auf unsere lange Wiedersehens. Ja, warte, mach ich da drüber. Wiedersehensparty. Ja, Prost. Genau. Prost. Wiedersehensparty. Wiedersehensparty. Du, der Schaum schaut langsam genauso wie für mein Bart. Er passt sich an. Nur ist es warm. Fast ein halbes Jahrhundert heute. Immerhin. Du hast es warm. Gell? Ja. Was? Dass wir uns wiedersehen? Ich? Ach so. Alt bin. Halbes Jahrhundert. Mit Tusserleben oder was? Ah je. Yeah. Papa Schlumpf. Tja. So. Jetzt haben wir einen Platz gefunden. Hier bleiben wir. Ja. Mhm. Sind wir da. Buschpassers wieder. Gell? Nach langer Zeit. Nach langer Zeit. Mhm. Ist ja einiges passiert, gell? Mit dir ist ja kein Bart gewachsen. Weil ich auf dich gewartet habe. Der Weise vom Berg. Ja, ja. Das ist doch gut, du hast immer einen Paracord dabei. Ich habe länger gewartet. Ja, stimmt. Aber ich habe immer einen Paracord dabei jetzt. Kopfkurde. Mückenkurde. Ja, ich meine, es schaut da eh nichts. Oh Gott. Gescheit Gesichtspullover, schaut mir. Na ja, eben. Außerdem kommt der Winter schneller, als man schauen kann. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Aber für den April ist es schon verdammt warm heute. Der Bart. Der Gesichtspullover. Und du hast ja sowieso so viel Zeug an da. Hä? Was du alles anhast. Anhast? Ein schwarzes Ding da? Ich hab nichts an. Hey, die Beduinen haben auch schwarz in der Wüste, hä? Also bitte. Mhm, ja, damit sie aufgewärmt sind am Abend. Nein, aufgewärmt sind am Abend, ja. So, auspacken. Große Premiere für dich. Alles ganz neu, ein Tarp. Ja, original verpackt. 3 Meter auf 2 Meter und eine Hängematte. Schön klein, da bin ich echt mal gespannt, was ja, draus ich wird. Ich hab 250 Kilo. Und was hat's gekostet, das Set?
Insgesamt? Ja. 60 Euro. Nee. Heute. Echt jetzt? Ja, voll. Du gibst mir nicht. Eine chinesische Firma, was ist die Name? Ich schau mir es dann an. Irgendwie so komisch den Namen, also, was du willst sagen. Wenn du es aufgebaut hast, bin ich gespannt. Lindström. Lindström. Hängematte. 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 Steht oben hier. Hängematte hier gar. Kann auch noch googeln. Ja. Google-Matte. So, Hängematte aufgehängt, gemütlich, passt wunderbar. Und du, Michi, dein Setup heute? Okay. Was? Heute, heute. Heute Setup. Heute Setup. Heute Setup. Moment. Heute baue ich mir Hängematte mit Tarp auf. Ich habe mich eine neue, das habe ich noch nie gehabt. Und ich dachte mir, Mensch, ich will auch mal so schön in der Luft flattern wie er. Ja. Und nie mehr was suchen müssen. Ich mache halt einfach mal auf. Faul. Das ist in der Angelzeige erst drin. Ach, das ist das. Ja? Da ist das drin? Ja, ist drin. Da kannst du eben einen Griff abmachen mit den großen Mutter. Ja, ja, ja. Da ist Angelzeige erst drin. Ach, cool. Angelzeige drin und hier ist Keramikschäfer und hier ist der Feuerstarter. Und hier ist der Signalspiegel. Ach so, ich habe gedacht, das wäre so im Griff mit so früher, wenn ja, einen runden Griff reingeschraubt. Ja, das ist hier. Cool. Da ist es so leicht, wenn es ruhig ist. Ah, mal ausprobieren, ob es taugt. Bisschen was. Mir ist die fast so leicht, aber es ist wirklich verdammt leicht, ja. Ja, mit dem Hohlgriff drin, weil eben das Angelzeug drin ist und das Zeug. Ja. Der Kram. Na, schön. Der Grimmskram. Also schön sieht's aus. Ja, ob es was taugt, werden wir sehen. Ja, sieht man schon. Ich habe mir hier so ein Ding ersteigert mal. Wir testen so ein Solarfeuerzeug und werden wir ausprobieren, so spaßeshalber. Hier kommt normalerweise ein Feuerzeug rein, ich habe allerdings noch kein Feuerzeug getroffen, wo hier reinpasst. Von der Form her. Und hier kommt was reingesteckt. Kann man hier aufklappen mit Parabolspiegeln und dann soll es hier entzündet werden. Mal gespannt, ob es klappt. Schaut wie ein Satellit, ne? Mhm. Die Laserkanone nicht. Das sieht aus wie ein Satellit, genau. Ja, genau. Jetzt werden wir gleich erschlagen vom Harvester, glaube ich. Hier. Tja, der Harvester hier unterwegs. Man hat halt irgendwie nirgends Ruhe, haben wir festgestellt. Nirgends. Aber wir haben Samstag und sind frohen Mutes, dass die sich dann verpissen. Wunderbar, die Ruhe.
so, während der Michi noch ein bisschen schläft. Nix, nix, lass dich nicht stören. Trinke ich ein Käffchen. Der Harvester oder das Zeugs, die Arbeiter sind immer noch da. Michi ist das wurscht, schlaft einfach. Ich bin nicht so müde, dass ich jetzt schlafen möchte. Und deswegen trinke ich jetzt einen Kaffee. Prost, Freunde. Nur ausgeschlafen. Freilich. Oh Mann. Und Setup, oder wie? Mal schauen, ja. Wo passt? Ja, gut für einen Rentner. Ja. Busch gehört für Rentner. Keine Lust, was zu kochen bei dem Wetter. Klassische Brotzeit. Dein Setup heute. Ja, meine Premiere. Zum ersten Mal mit Hängematte unterwegs. Und Tarp. Und neuen leichten Tarp. Nicht NVA-Tarp. Ja. Und schon besser vom Gewicht, ja? Vom Gewicht auf alle Fälle, vom Packmaß halt, ne? Mhm. Aber da muss ich erst dran gewöhnen, halt Nacht. Ja. Wenn ich schreie, dann hat es umgehört. Ich einmal gedreht. Na genau. Ja. Also ich habe eine Isomatte, meine Leichte reingetan. Mhm. Eine Isomatte. Jawohl. Ah, läuft doch. Oh mein Gott. Ja, okay. Perfekt. Ja? Na dann. Muss man gar nicht mehr aufstehen. Kann er dann zumachen. Ah ja? Für Graf Dracula. Also. Genau. Der fällt die Musik von Graf Dracula. Also. Nee. Du musst noch so aufstehen jetzt. Dann bist du der König. Mit rote Augen noch. Ja genau. Schön abgehangenes Fleisch. Buschgift. Rentnerfleisch. Rentnerfleisch. Rentner. Der Michi ist wach. Hey. Ein Deppenzepter. Deppenzepter. Ich fühle mich einfach mal entspannen, Co. Ja. Ohne Stress, ohne irgendwas machen müssen. Ja, ist doch geil, Hängematte. Es gibt nichts. Ich kann mal rumgehen. Hä? Vielleicht mal schauen, ob ich irgendwie schön Zunder finde, so hart finde.
Hartz IV. Ach, ist. Das ist ja mal absolut geil, mit der Kamera. Pause. Auch ein Kameramann braucht Pause. Geschafft. Oh, die Maus. Prost. Prost. Werbung. Hier kommt die Werbung. Das ist gleich rausgeschnitten hier. Was? Oh. Nix. Nix gibt's. Das schon mal da? Ja, nicht. Ui, Butzal. Oi. Oi, Mann. Oi, der Bär. Der Bär, Superheld, der mit dem Gehstock, weißt du? Ja, ich stell mir das gerade vor. Mit dem Gehmobil, Euler-Man. Zehn nach sieben, immer noch warm, ohne Ende, gemampft haben wir auch schon was und jetzt chillen wir wieder ein bisschen, so wie sich das gehört hier draußen. Ja, da gibt's ja. Da unten gleich. Die babbeli babbeli bubbeli düsse. Mucksmäuschen still jetzt, gell? Im Wald. Keine Ahnung, die haben so Scheinwerfer, oder? So, 9 Uhr abends, die Kerze brennt wunderbar. Das ist so eine Flugfeldkerze als Notbeleuchtung für den Landeplatz. Macht ihren Dienst, ausgezeichnet. Und ich liege immer noch in der Hängematte, schaue ein bisschen in die Sterne. Der Michi schläft wieder im Sitzen. Ich werde ihn dann wecken, dass er sich nochmal umbauen kann. Und dann werde ich mal so denken, dass der Abend gelaufen ist soweit. Ja. Schön ruhig ist es. Kein Wind, gar nichts. Das ist schon ein krasser Schnitt für mich. Das letzte Mal war ich noch im halben Winter draußen bei 0 Grad und jetzt so warm. Brutal. Hätte ich meinen Schlafsack, den Herbstschlafsack, hätte ich wirklich nicht gebraucht, denke ich. Jetzt habe ich einen Swagman Roll, also diesen Swagman von Helicontex, der auch als Schlafsack dient. Den habe ich jetzt hier unter mir liegen, noch in der Hängematte. Und werde den dann nachher dann zum Schlafen benutzen. Mal ausprobieren das Ganze. Ja, naja, wenn sonst nichts weiter passiert, würde ich sagen, wir sehen uns dann später wieder am Morgen. Bin mal gespannt. Bis dann, servus, ciao.
Morgen, Michi, wie hast du denn geschlafen in deiner Hängematte? Ja, gut, super. Gut, wie ein Baby. Morgen auch ihr. Ja, hab gut geschlafen, sehr schön. Ein bisschen frisch ist dann geworden, hab dann doch den Herbstschlafsack noch rausgepackt, aber nicht zugemacht, sondern nur zugedeckt. Und ja, hat gepasst, einwandfrei. Und das Wegman, also dieser Poncho-Liner, Wuppi, der hat dann auch nochmal drüber gelegen, über dem Gesicht, weil es mir zu hell geworden ist irgendwann. Ja, kann man sich nicht beklagen. Holzarbeiter waren noch bis 12 Uhr nachts aktiv hier mit Kettensägen. Wenn der Wald schreit, wenn die Kettensägen schreien. Also der perfekte Übernachtungswald wahrscheinlich eher nicht, auch wenn er wunderschön ist. Naja, gell, Michi? Mal weitersuchen, hilft nichts. Jetzt gibt es erstmal ein Käfchen. Kriegen wir noch hier irgendwo. Alte Käse, ja. Müsli-Riegel. Schon zerquetscht, schon weggeschmolzen. Den muss ich essen, weil sonst. Mit dem Reh hast du nicht mitgekriegt gestern, gell? Hä? Mit dem Reh, das hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Dann ist ja das Reh wahrscheinlich gekommen, weil ich so geschnarcht hab. Das hat sich noch brummt, okay? Mhm. Ja, der gemeint, hier ist ein stattlicher Hirsch. Weltstörung. Todstörung. Fast, dass die Nase runterfällt, oder? Hey, war cool mit der Filmbox, ihr kommt Augen, so ein Glasauge aus dem Putz. Und du redest und redest und so. Naja, solange die Zähne nicht sind. Wenn man dreckig wird, dann nehme ich alles. Hey, du, alles was nur oben. Also, das Fazit war, der Wald ist ganz schön, gell? Bis auf die Nebengeräusche mit dem Kettensägenmassaker hinter uns. Und aber, der Harvester. Und der Harvester, genau. Aber sonst war er ganz schön, ganz chillig und ja, gell? Ja. Und schön, dass du dabei warst. Genau. Danke, Michi. Wir sehen uns hier bei meinem Kanal beim nächsten Mal wieder. In der Natur, wenn ihr wollt. Macht es gut, servus, ciao. Servus, ciao.